Charlotte und Henning begleiteten die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig am Girls- und Boys-Day durch ihren Alltag als Ministerin. Hier im Ministerbüro. Die Berufswünsche der beiden Kinder folgen noch klassischen Modellen. Momentan würde ich gerne entweder Ärztin, vor allem Kinderärztin, aber vielleicht auch was anderes, oder Journalistin werden. Fußballer, aber halt auch so Pilot finde ich gut, weil es ist bestimmt lustig, so im Flugzeug zu sitzen. Um diese Rollenklischees aufzubrechen, soll der Girls and Boys Day Jungen und Mädchen Berufe näher bringen, die bisher überwiegend nur von einem Geschlecht ausgeübt werden. Ich finde den Girls Day und den Boys Day total wichtig, weil es der Tag ist, wo Mädchen und Jungs in Berufe schnuppern können, die nicht so typisch für ihr Geschlecht sind. Ich finde, es ist überholt zu sagen, rosa ist Mädchen, blau ist Jungs, Krankenpflege ist Mädchen, Chefarzt ist Jungs, sondern ich finde es wichtig, dass man Rollen tauscht und dass Mädchen und Jungen in Berufe schnuppern können und sich später für einen Beruf entscheiden, zu dem sie Lust haben und nicht der angeblich zu Frauen oder Männern gehört. Unternehmen nutzen zunehmend den Girls Day sowie den Boys Day, um über ihren Berufsbereich zu informieren und zu begeistern. Der Nachwuchs von morgen soll aufmerksam gemacht werden. Beispiel Herzchirurgie. Auf 100 Chirurgen komme nur ungefähr eine Chirurgin in Deutschland, so Professor Dr. Roland Hetzer. Am Deutschen Herzzentrum Berlin durften sich Mädchen ein Bild verschaffen, von der Operation am offenen Herzen und einer Operateurin zur Hand gehen. Sägen, brennen, nähen, ein eher handwerklicher Beruf. Durch diese Erfahrung, ich glaube, man braucht halt sehr viel Konzentration und ruhige Hände. Und so ruhig sind meine Hände jetzt nicht unbedingt. Und ich glaube, das müsste man ja üben. So als wärst du Handwerker und müsstest ein Auto reparieren. Beispiel OP-Pfleger. Nicht nur die Pflege von Kranken und Alten ist fest in weiblicher Hand, sondern auch die Assistenz im OP-Saal. Beim Boys Day sollen auch Jungs Einblicke in die Berufswelt von OP-Pflegern und OP-Pflegerinnen erhalten. Es gibt, glaube ich, bessere Berufe, also für mich, für dich, als das, aber ich würde auch das machen. Damit die Rollenbilder nicht festgefahren bleiben, sorgen am Girls and Boys Day bundesweit über 14.000 Veranstaltungen für Einsichten in vermeintliche Berufe, die nur einem Geschlecht vorbehalten scheinen.